Hey Leute! Videospieladaptionen, sei es jetzt von Filmen oder von Serien oder von Comic, haben immer wieder dieses Problem, dass es schwierig ist, die Handlung der Vorlage vernünftig in ein Spiel umzusetzen, das dann auch noch gut spielbar ist und auch viel Interaktivität bietet. Und deshalb ist es schon oft vorgekommen, dass Videospieladaptionen eigentlich nur noch so eine kleine themenverwandte Minispielsammlung wurden. Und einen frühen Vertreter dieses Genres schauen wir uns jetzt an. Stir Crazy oder auch Bobo ist eine 1988 von Infogrames veröffentlichte Sammlung von Minispielen, die für mehrere Systeme erschienen, mitunter auch für den Amiga 500. Im Spiel dreht sich alles um den Gefängnisinsassen Bobo und seinen Alltag im Knast. Das Ganze basiert auf der belgischen Comicreihe Bobo Le Prince de l'Evasion aus den 60er Jahren. Der Titel Stir Crazy ist deshalb etwas irreführend und wurde wahrscheinlich aus Marketingzwecken benutzt, da es zeitgleich eine populäre amerikanische TV-Serie mit demselben Titel gab. Ich selbst kannte das Spiel die meiste Zeit nur unter dem Namen Bobo. Doch schauen wir mal rein. Der Knastalltag beginnt in der Kantine. Bobo muss seine Mitinsassen mit lecker Erbsensuppe versorgen. Wenn jemand gerade mal auf dem Trockenen sitzt, bekommt man das sofort zu spüren und großer Gott, wie viel können die eigentlich essen? Egal, früher oder später ist man zu langsam, es passiert das hier und nach einer nur kurzen Spielzeit geht es weiter. Kartoffeln schälen. Man nehme eine Kartoffel, schäle sie durch Hin- und Herschieben des Joysticks und werfe sie in die Küche. Ist die Kartoffel nicht ganz geschält, kommt sie postwendend wieder zurück. Auch hier wird man schon nach kurzer Zeit nicht mehr hinterherkommen und Bobo ertrinkt in zu vielen Kartoffeln. Mit dem Joystick war das gar nicht so leicht. Man könnte mir jetzt vorwerfen, meine Controller-Technik sei Cheaten. Aber ich mache mir nur neue Technologie zunutze, um altertümlichem Kulturgut überlegen zu sein, wie das schon viele Zivilisationen vor mir gemacht haben. Achtung, politisch-gesellschaftliche Satire! Schnell weiter. Jede Minispielreihe hat das typische doofe Spiel, das mittendrin kommt und bei dem man sich einfach nur wünscht, dass es möglichst schnell vorbeigeht. Spiele, bei denen man putzen muss, sind so toll und schön und spannend. Das vierte ist aber mein Lieblingsspiel. Ziel ist es, möglichst viele Insassen mit dem Trampolin über die Mauer zu befördern. Aber aufgepasst, dass die Gefangenen nicht in der Mauer landen, sonst wird man mit einem ziemlich krassen Soundeffekt belohnt. Wie fies. Hier ist leider die Steuerung etwas hinterhältig. Das Trampolin reagiert zu extrem auf Richtungsänderungen und um die Flugbahn der Gefangenen zu bestimmen, ist ziemliche Präzision gefragt. Also ist es nicht verwunderlich, wenn mehr Menschen in der Mauer landen als dahinter. In der fünften Episode flüchtet Bobo über Stromkabel. Die grünen Dinger sollte man einsammeln, die Blitze beenden diese Spielrunde sofort. Punkte gibt es schon, indem Bobo einfach nur auf der Leitung bleibt. Allerdings wird das Spiel mit der Zeit immer schneller. Also ist auch hier bald Schluss und wir kommen ins schöne Finale. Im Finale kann Bobo nicht schlafen, da seine Zellengenossen zu sehr schnarchen. Er muss sie also kurz anklopfen, um seine Ruhe zu haben. Zentrales Element ist ein Nachttopf. Da wo ich herkomme, nennt man so einen Nachttopf liebevoll Bochamber. Das leitet sich vom französischen Wort Poche de Chambre ab, also Topf des Zimmers. Und dieses Faktum habe ich nur vorgebracht, um damit angeben zu können, wie toll ich Französisch kann. Nein, eigentlich spreche ich gar nicht Französisch. Auf jeden Fall kann man mit diesem Bochamber viel Spaß haben. Man beachte außerdem das schöne Hintergrundlied. Ich dachte früher immer, es heißt sowas wie Hey Bobo. Es bedeutet aber vielmehr Fais Dodo, was im Französischen so viel bedeutet wie Mach Haya. Nein, ich kann immer noch kein Französisch. Das erklärt aber auch, was Bobo sagt, wenn er seine Kameraden weckt. Dodo. Er sagt Dodo, weil er will, dass sie Haya machen. Moment mal, ihnen stört, dass sie schnarchen. Jemand, der schnarcht, schläft. Wenn jemand schon schläft, warum sollte man ihm dann sagen, dass er schlafen soll? Zumal es Bobo ja stört, dass sie schlafen. Oh mein Gott, die innere Logik des Spiels ist kaputt. Was hat sich der Macher da nur gedacht? Bonschamber! Ist doch auch egal. Das Tolle an diesem letzten Abschnitt ist auf jeden Fall, dass man mit etwas Taktik mit Abstand die meisten Punkte erreichen kann. Deshalb war es im Multiplayer-Modus meistens egal, wie viel man in den ersten 5 Prüfungen geschafft hat, das meiste hat man am Schluss rausgeholt. Wie ist das Spiel nun? Es ist nett. Eigentlich zu kurz, eigentlich nur mittelmäßig gemacht.
Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall die stimmige Musik, auch der Comic-Stil wurde gut umgesetzt. Außerdem bleiben die Aufgaben auch recht kurzweilig. Eine Empfehlung aussprechen kann ich jetzt nicht wirklich, trotzdem ist es ein sehr schöner Titel, der mir früher schon viel Spaß bereitet hat. Heute zumindest noch ganz nett ist. Tja, Ende. Das war's. Jetzt brauche ich noch einen Kracher für den Schluss.